So, die Antarktis hat genau einen Vorteil, also einen. Ja, doch einen Vorteil gegenüber der Rockford-Anlage. Soweit ich mich erinnere, gibt es in der Antarktis keine Bandersnatches. Wir können nicht hier durch. Ich mache auch bald eine Aufnahmepause. Ich will jetzt nur noch einen Speicherraum finden. Dafür hat die Antarktis andere nervige Gegner. Und vor allem ist es hier dunkel. Die Zombies, die stapfen da unter uns durch die Gegend. Abgeschlossen. Auf der Tür steht Maschinenraum. Sollten wir uns merken, da geht's zum Maschinenraum. Also da stand zwar eben erste Hälfte abgeschlossen, wollen Sie speichern. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das wirklich die Hälfte ist. Es könnte hinkommen, aber ich würde eher sagen, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte bis jetzt. Ja, erschreck mich halt. So, hier ist Munition. Ich glaube, das Spiel ist tatsächlich sogar noch nicht mal ganz bis zur Hälfte. Also, wie gesagt, da kommt noch einiges. Hier ist alles dunkel. Ein Metallschneider mit einer Diamantspitze. Damit könnte ich ein Metallobjekt bearbeiten. Ihr seht schon, auch hier jede Menge Zombies. Jetzt könnte man ja meinen, Gott, wie inkompetent ist Umbrella eigentlich, ne? Findest du auch, Kumpel, ne? Dass sie hier in jeder einzelnen ihrer Einrichtungen einen Ausbruch haben. Aber wir haben ja gesehen, die hier, da ist einiges drin, da wollen wir auf jeden Fall noch rein später. Die Flugzeuge, die von Rockford Island gestartet sind, die sind hier in diese Einrichtung geflogen. Und auf Rockford Island gab es einen T-Virus-Ausbruch und mit ziemlicher Sicherheit waren einige der Leute an Bord der Evakuierungsflugzeuge infiziert und haben dann den Virus hierher gebracht. Also es ist nicht so, dass hier der Virus schon wieder ausgebrochen ist, das ist immer noch der gleiche Ausbruch. Ja? Ach, scheiße, hier war ja zu. Umbrella hat den einfach nicht unter Kontrolle gehabt. Und ich finde es auch toll, dass dieses Flugzeug absolut vom Autopiloten übernommen werden konnte und Steve überhaupt keine Gelegenheit mehr hatte, da irgendwas gegen zu machen. Und wenn der Alfred uns unbedingt tot sehen will, warum hat er uns nicht mit seinem Jagdflieger abgeschossen, statt uns jetzt hierher zu verfrachten? Können wir hier hoch? Ach ja, natürlich können wir da hoch. Da kommen wir ja gerade her. Hier geht's weiter. Zwei Türen zur Auswahl. Ich weiß, was uns da unten erwartet, deswegen gehe ich erstmal hier oben rein. Ach, der Raum ist das. Ja, ich erinnere mich. Alle Zombies schlafen jetzt. Gute Nacht. Irgendwo da hinten funkelt was. Ihr seht, hier sind einige. Hier hängt was an der Wand. Komme ich aber nicht dran, der Zombie liegt im Weg. Da hinten komme ich auch nicht durch. So, was leuchtet denn hier? Es ist, Mensch, ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass wir hier in der Antarktis nochmal welche finden. Ich dachte, wir haben diese 30 und dann ist gut. Das ist ja wunderbar. Aber. Oh, da liegt Munition. So, können wir hier vielleicht noch irgendeinen Spind öffnen? Tatsache. Können wir sogar. Ein Erste-Hilfe-Spray und Munition war doch da auch eben. Ich hab's doch gesehen. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal hier wieder ein bisschen ausrüsten. Also, ihr seht, mit der Munition. Wir haben ja wirklich viel. Wir haben auf wirklich viel geschossen. Es war klar, dass der aufsteht jetzt. Wir haben den Großteil der Feinde haben wir ausgeschaltet. Hier links ist noch mehr Munition. Und wir haben immer noch solche Unmengen an Munition. Die wird auch so bald nicht knapp werden. Und wir werden natürlich diesen Raum hier jetzt auch aufräumen. Ey, sag mal. Müssen wir doch mal nachladen. Dramatische Musik, es sind ja schließlich Zombies. Warum jetzt die Dramatik? Die sind sogar zu blöd, um die Ecke zu laufen. Na komm. Hab nicht den ganzen Tag Zeit, so komm. Und der nächste gleich hinterher, komm her.
Oh, da kommt ja noch einer. Das können wir mal nachladen. Ja, da könnte ungefähr die Munition für drauf gehen, die wir jetzt hier gekriegt haben. Drei Packungen, A15 sind 45 Schuss, das könnte ungefähr hinkommen. Aber mein Gott. Plus minus null ist ja auch schon mal gut. Der Zombie hat noch nicht so ganz kapiert, wo es lang geht. Hallo. Mensch, Kinas, die Leute wollen ins Bett. Werd mal fertig hier jetzt. Hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Ah, das fand ich schön, wie der eben wirklich mit dem Kopf hier an dem Bett aufgeschlagen ist. So, schon wieder. So richtig schön mit Munch-Geräusch. Das ist ein Detail, da war ich mir gar nicht bewusst, dass das im Spiel ist. So, wenn ich jetzt wüsste, wie viel Munition wir hatten, bevor wir hierher gekommen sind. Aber auf jeden Fall kriegen wir jetzt hier nochmal Munition. Und haben damit auf jeden Fall mehr, als wir vorher hatten. Da waren wir nämlich, meine ich, im zweistelligen Bereich. Oder war das, als wir in der Antarktis angekommen sind? Jetzt können wir auch gucken, ob hier hinten noch was liegt. Und vor allem können wir gucken... Und hier liegt tatsächlich noch was. Na, oh. Also mit Pistolenpatronen können wir uns hier bald erschlagen. Und wir können gucken, was hier an der Wand hängt. Die Terminalkarte. So, und können dann natürlich damit... nein, halt, falsche Taste. Hier. Können jetzt natürlich gucken, was erwartet uns denn hier so... Wir können das Transportflugzeug zurück. Achso, nee, das ist einfach allgemein. So, das ist der Terminal hier. Aber zu der Anlage gehört natürlich noch wesentlich mehr. Ist hier noch irgendwas? Ich versuche mich gerade zu erinnern, wo die ganzen Zombies lagen, die uns ja teilweise echt den Weg blockiert haben. Aber ich glaube, das war's. Wir haben ja in diesem Raum jetzt auch jede Menge eingesammelt. Reicht eigentlich. Und die Treppe runter ist so eine Stelle, die mich wirklich absolut nervt. Also die ist wirklich sowas von nervig. Und ihr werdet sehen, warum. So, geradeaus müsste der Speicherraum sein und nach links rum geht es dann weiter. Aber ihr seht schon, da links, da ist ein Zombie oder Arbeiter oder sonst irgendwas. Der ist in so eine Art Kokon eingesponnen und an der Wand festgemacht. Und das, was diesen Kokon erschaffen hat, das ist unser nächster Gegnertyp. Und es ist ein Gegnertyp, der jedes Mal, aber auch wirklich jedes einzelne verdammte Mal, wo wir diesen Korridor betreten, respawnen wird. Also wir können den nächstlich abschießen und dann ist gut. Der kommt wieder. Und zwar jedes Mal. Und das ist der nervigste Gegnertyp im ganzen Spiel. Und auch der erste Gegnertyp, der uns vergiften kann. Einer von dreien, hatte ich ja gesagt, ne? Wird in der Zwischensequenz vorgestellt. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon kommt, wenn wir an dem Kokon hier vorbeilaufen oder erst, wenn ich links rum um die Ecke gehe. Deswegen habe ich das jetzt schnell erzählt, ne? Nur so zur Erklärung. Ich werde es nämlich weiter marschieren. Noch ist alles gut. Gut. Dann werden wir diesen Gegnertyp in dieser Aufnahme auf jeden Fall nicht mehr sehen. Hier müsste nämlich ein Speicherraum sein und da werde ich dann auch Pause machen. Hört ihr es? Hier liegen Pfeile. Die nehmen wir gleich mal mit. Das ist auch alles so dunkel hier. Wir müssen unbedingt den Strom einschalten. Das ist jetzt, glaube ich, auch unser nächstes Ziel. So. Wunderbar ist das, oh, ich sehe gar nichts. Da ist eine Höhlung in Form einer Hellebarde. Eine Hellebarde dieser Art haben wir ja schon mal gesehen, auf dem blauen Emblem drauf. Das ist eine wichtige Info. Oh, das ist ein grünes Kraut. Ich dachte, das ist was anderes. Nutzlose Bücher. Hier ist ein Abdruck, als ob etwas verschoben wurde. Ja, und ihr hört schon, irgendwas ist da hinter diesem Regal und wartet auf uns. wir brauchen allerdings erstmal eine Hellebarde, bevor wir da dann weiterkommen.
Das heißt, was auch immer das ist, es wird noch eine Zeit lang darum ramentern. So. Wir brauchen erstmal dieses ganze Erste-Hilfe-Spray-Zeug hier nicht mehr. Uns reichen jetzt ein grünes und ein blaues Kraut. Den Granatwerfer packen wir erstmal wieder weg. So, jetzt muss ich nochmal legen. Scheiße, ich habe wirklich alle anderen Granaten mitgenommen, ne? Moment. So, hier muss der Granatwerfer hin. Darunter waren die normalen Granaten, dann die Säuregranaten. Genau, so. Ja, ich brauche das. Ordnung muss sein, ne? So, hier unten das ganze Heilzeug. Guckt euch das an. Wir können uns mit Heil-Items echt erschlagen. Hier der Feuerlöscher, den packen wir mal ein bisschen weiter runter. Das Messer, das werden wir bei einem kommenden Boss, denke ich, vielleicht nochmal einsetzen. Da gibt es nämlich eine Strategie, die sicherstellt, dass wir ein Maximum an Items zur Verfügung haben nach diesem Boss. Und zwar indem wir nur zwei Waffen dahin mitnehmen. Eine, die wir unmittelbar vor dem Bosskampf erhalten, als Story-Event mehr oder weniger. Und das Messer. Und ich habe das zwar noch nie probiert mit dieser Strategie, aber es gibt für alles ein erstes Mal. Vielleicht mache ich das wirklich mal. Und probiere das einfach mal aus. Ich wollte nochmal gucken. Da war ein Dokument, aber ich glaube, das kann ich nicht lesen. Hier. Nee. Na gut. Kurz gucken. Nee, da liegt, glaube ich, auch nichts mehr. Gut, dann speichern wir jetzt ab. Und dann mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Wir haben ja heute wirklich mehr als genug geschafft. Ich spiele jetzt etwas mehr als 3,5 Stunden. Mit kurzen Unterbrechungen natürlich zwischendrin. Ich bin ganz schön erschöpft. Vor allem, ich muss das alles ja auch noch schneiden und rendern und hochladen. Und in der nächsten Aufnahme werden wir dann uns hier weiter in der Antarktis umsehen, versuchen hier einen Fluchtweg zu finden und uns vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Boss kloppen. Wer weiß das schon? Ich bin der Rio, ich klinke mich an dieser Stelle jetzt aus, aber wir hören voneinander, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil Code Veronica. Bis dahin aber erst einmal ciao.